Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Morgen von mir. Ich möchte auf ein paar wesentliche Punkte der morgigen Plenarsitzung eingehen und möchte mit den Punkten aus dem Gesundheitsausschuss beginnen. Die morgige Abstimmung zur Impfpflicht ist zweifelsohne keine, die wir als Sozialdemokratie uns gewünscht haben. Das müssen wir ganz klar sagen. Aber was man auch ganz klar sagen muss, ist, dass die türkis-grüne Regierung beim Corona-Management wirklich versagt hat und uns in eine Situation gebracht hat, wo die Impfpflicht als letztes Mittel notwendig geworden ist. Notwendig, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, notwendig, um Leben zu retten, notwendig, um weitere Lockdowns zu verhindern, notwendig, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die andere Krankheiten, die Unfälle haben, die bestmögliche Versorgung trotzdem bekommen können. Und ich muss offen sagen, es ist wirklich sehr, sehr verärgernd, wie sich das alles entwickelt hat. Sie können sich erinnern, dass der ehemalige Kanzler Kurz im Sommer plakatieren hat lassen, die Pandemie ist vorbei. Nicht nur für die Ungeimpften. Das erste Plakat war, die Pandemie ist vorbei. Es wartet eine coole Zeit auf uns. Dieser Leichtsinn hat dazu geführt, dass auch die Menschen in Österreich die Pandemie nicht mehr so ernst genommen haben. Diese Art und Weise, mit der Pandemie umzugehen, hat sich aber leider fortgesetzt. Sie erinnern sich, dass bis zur Wahl in Oberösterreich das Wort Impfen von den Regierungsparteien nicht verwendet wurde oder verwendet werden durfte. Auch das war extrem schädlich. Und dann die Implosion des türkisen Systems, das dazu geführt hat, dass die Regierung handlungsunfähig geworden ist. Da ist überhaupt nichts mehr passiert. Keinerlei Impfkampagnen, keine Informationen, nicht einmal das Eintreten fürs Impfen. Stattdessen haben wir binnen kürzester Zeit drei Bundeskanzler erlebt, wo sich einer weniger um das Impfen gekümmert hat wie der andere. Das Resultat dieser Entwicklung: Österreich hat für unsere Verhältnisse eine beschämend niedrige Impfrate. Und die Konsequenz aus dieser Situation ist nun, dass die Impfpflicht notwendig geworden ist. Die Sozialdemokratie hat sich dazu bekannt und auch darauf gepocht und von Anfang an darauf gepocht, dass ein solches Gesetz nicht nur sorgfältig diskutiert wird, lang diskutiert wird, begutachtet wird, sondern auch alle Voraussetzungen gegeben sind, dass es der österreichischen Verfassung entspricht, dass es wirkt, dass es exekutierbar ist und dass auch Nebenerscheinungen sozusagen mit abgedeckt werden, die unter Umständen negative Auswirkungen haben können. Es ist uns einiges gelungen bei diesem Gesetz. Es ist uns gelungen, dass es vor allem einen breiten Begutachtungsprozess gegeben hat, wo sehr, sehr viele interessante Stellungnahmen eingelangt sind und die dann auch dazu geführt haben, dass noch massive Änderungen vom Begutachtungsentwurf bis zum jetzigen Gesetzestext eingebracht und eingearbeitet wurden. Darf Sie über einige wesentliche Dinge informieren, die wir durchgesetzt haben. Es gibt, und das war uns besonders wichtig, nicht nur die Befristung des Gesetzes auf 2 Jahre, sondern es gibt einen Schutzmechanismus, der dafür sorgt, wenn diese Pflicht, diese Impfpflicht nicht mehr medizinisch wirksam ist oder das Gesetz nicht mehr der Verfassung entspricht, das Gesetz sofort aufgehoben werden muss. Und das ist schon etwas, was bei Gesetzen relativ selten ist. Aber meines Erachtens war das genau bei so einem Gesetz auch zutiefst notwendig, weil es doch eines ist, das eine hohe Eingriffsrate in die persönliche Freiheit der Menschen hat. Es wird keine Ersatzfreiheitsstrafen geben, es wird keine Beugehaft geben. Was uns auch sehr wichtig war, ist, dass bei der Strafe die Einkommens- und Vermögensverhältnisse berücksichtigt werden. So wird es nicht möglich sein, dass wohlhabendere Menschen sich leichter vom Impfen freikaufen als andere und sozusagen ein gewisses Maß an Gleichheit hergestellt wird. Abgesehen vom Gesetz selbst
waren uns noch weitere Dinge immens wichtig. Und das waren im Wesentlichen drei. Wir wollten, dass die Impfpflicht keinerlei Auswirkung auf Arbeits- und Sozialrecht hat. Dass es für Menschen, die ungeimpft sind, die auch bestraft werden und diese Strafe erhalten, keine arbeitsrechtlichen und sozialrechtlichen Nachteile gibt. Dazu werden wir gemeinsam mit den Regierungsparteien einen Antrag einbringen, der genau diese Forderung formuliert. Wichtig war uns auch, dass die Umsetzung des Gesetzes funktioniert. Wir haben deshalb auch mit den beiden Regierungsparteien vereinbart, dass ein zweiter Antrag eingebracht wird, der im Wesentlichen festhält, dass der Bund dafür verantwortlich ist, dass die nötigen Ressourcen den zuständigen Behörden auch zur Verfügung gestellt werden. Das ist meines Erachtens das zweite immens Wichtige. Und das dritte ist, Sie wissen, dass wir uns immer für Impfanreize, für parallele Impfanreize ausgesprochen haben. Hier darf ich Ihnen mitteilen, dass Verhandlungen mit der Regierung stattfinden. Und ich bin guten Mutes, dass es auch ein Anreizsystem geben kann und geben wird. Geschätzte Damen und Herren, Punkt 2 dieser Plenartagung befasst sich mit einem genauso wichtigen Punkt oder mit einer genauso wichtigen Maßnahme, nämlich der Steuerreform. Es ist eine Steuerreform, wo man jetzt schon feststellen kann, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die kalte Progression selbst zahlen. Und sie zahlen damit Steuergeschenke für Konzerne, für Aktionärinnen und Aktionäre und für die Superreichen. Statt faire Besteuerung der Reichen gibt es eine weiterhin fortgesetzte Schenkung, große Steuergeschenke an die Reichsten in Österreich. Sie erinnern sich, der Herr Schmidt hat zu einem Kollegen von ihm gesagt, vergiss nicht, du arbeitest im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure der Reichen. Die ÖVP tritt mit dieser Steuerreform den Wahrheitsbeweis für diese These an, geschätzte Damen und Herren, und nicht nur die ÖVP, sondern auch ihr grüner Koalitionspartner. Wie ist die Situation? Die Menschen in Österreich, über 1 Million Menschen, waren im Zuge der Pandemie entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit. Das heißt, für beides weniger Einkommen über Monate hinaus. Das Ergebnis, das Haushaltseinkommen der Menschen in Österreich ist in der Pandemie stark gesunken. Und leider in Österreich besonders stark. Um 5,8%. Da sind wir von 23 Ländern in Europa die Vorletzten. Beziehungsweise, wenn man es umdreht, die mit den zweithöchsten Einkommensverlusten. Gleichzeitig haben wir eine Rekordinflation. Es gab im Dezember 4,3%. Das ist so viel wie 1992. Die höchste Inflation seit 30 Jahren, geschätzte Damen und Herren. Besonders belastend die Energie- und Wohnpreise. Von 2010 bis 2020 sind die Mieten um 44% gestiegen in Österreich. Und die Expertinnen und Experten sagen noch dazu voraus, dass auch die Lebensmittelpreise in Österreich jetzt ordentlich anziehen. Das heißt, mitten im Winter ist das, was am wesentlichsten ist, immens teuer geworden. Wohnen, heizen und essen. Ich sage Ihnen eins. Eine von einer SPÖ geführten Regierung hätte alles getan, um die Bevölkerung zu entlasten und alles getan, um gegen diese Preissteigerungen anzugehen. Und eine ÖVP-geführte Regierung tut nichts anderes, als die Menschen in Österreich im Regen stehen zu lassen oder in der Kälte stehen zu lassen und streichelt die Superreichen, die Konzerne und die Großspender der ÖVP. Kann das auch begründen. Wir haben erlebt, dass bei den Corona-Hilfen manche Große das Geschäft ihres Lebens gemacht haben. Die haben die höchsten Gewinne ihrer Zeit genau in der Zeit der Pandemie gemacht. Und morgen beschließt die Regierung eine Senkung der Körperschaftssteuer. Das ist ein 1 Milliarden Steuergeschenk wieder an die Superreichen. Geschätzte Damen und Herren, mit dieser Milliarde könnten wir unser Pflegesystem sanieren. Mit dieser Milliarde
könnten wir unser Gesundheitssystem so herrichten, dass es auf Dauer pandemietauglich ist. Und diese Bundesregierung schenkt diese Milliarde den Superreichen. Noch dazu, als vor kurzem gerade eine 125 Millionen Euro umfassende Steuersenkung für Unternehmen gewährt wurde, nämlich die Beiträge zum Insolvenzentgeltfonds zu reduzieren. Das ist dieser Fonds, der dafür sorgt, wenn Betriebe insolvent werden, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Gehälter weiterbekommen. Und da spart die Regierung Geld für die Reichen auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und als sozusagen negativer Höhepunkt soll jetzt auch noch die Aktienspekulationssteuer gestrichen werden. Jeder Busfahrer, jede Krankenschwester, jede Ärztin, die zahlen alle Lohnsteuer. Und wer mit Aktienvermögen Geld macht, zahlt in Zukunft nichts mehr. Wenn jemand von Ihnen ein Sparbuch hat, zahlt er 25% Steuern. Wenn jemand von Ihnen Aktien hat, hat er bis jetzt, haben Sie bis jetzt 27,5 bezahlt und Sie werden in Zukunft nichts mehr zahlen. Es gibt das Argument, dass sehr viele Menschen Aktien haben. Das ist richtig, aber Faktum ist, dass wirklich profitieren von diesem System die oberen 10%, die 80-90% des gesamten Aktienvermögens in Österreich besitzen. Die profitieren richtig und das ist die Intention der Regierung. Geschätzte Damen und Herren, die SPÖ wird heftigsten Widerstand gegen diese reichen Versorgung, wenn man es so nennen mag, leisten. Wir werden Vorschläge bringen, wie man die Teuerung bei Strom und Heizkosten ausbremsen kann und haben schon welche gebracht. Wir wollen, dass weniger Steuern auf Arbeit zu zahlen ist. Und wir wollen vor allem, dass die, die jeden Tag in aller Früh aufstehen und hart für ihr Geld arbeiten müssen, mehr davon haben und mehr profitieren als die, die ihr Geld für sich arbeiten lassen. Geschätzte Damen und Herren, herzlichen Dank.